Ja, hallo und so und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Mario 64 mit einem Problem. Ich habe es wieder mal geschafft. Die letzte Aufnahme, die ich gemacht habe, wo ich den Rest vom Geisterschloss gemacht habe, und so habe ich die Tonspur gelöscht. Ja, gratuliere dir. Das heißt, ich darf das jetzt nochmal nachholen. Was ja an und für sich kein Problem ist. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nur keinen Stern. Falls euch auffallen sollte, dass ich einen vergessen habe, bitte schreibt es mir in den Kommentaren, dann hole ich den natürlich umgehend nach. Aber fürs Erste werden wir auch wieder mal in den Geist springen, wieder mal in das Geisterlevel wandern. Und die Sterne machen, die wir schon gemacht haben und jetzt nochmal machen dürfen. Das ist, Rätsel haben wir noch gemacht. Die 8 roten Münzen machen wir. Genau. Das heißt, ab dafür in das Geisterschloss. So. Wir haben sie schon mal gefunden. Jetzt werden wir alle für blöd halten, wenn ich mir wieder mal nicht sicher bin, wo die alle sind. Was ist mit dir? Ah, da. Jetzt Klavier ein bisschen downlocken aus seiner Ecken. Denn da ist die erste rote Münze. Dann gehen wir weiter. Hier sind wieder zwei. So. Kein Sessel. Ah, ich hasse das. Da ist die dritte. Und aus bei der dir. Perfekt. So, jetzt schauen wir da schnell rein. Da war keine Herrin, glaube ich. Nee. Da nicht. Dann gehen wir hier unten weiter in die nächste Tür. Da war, glaube ich, auch keine, aber im anhängenden Raum war eine. Wupp. So. Die war dann da. Jawohl. Na toll. Na, zum Glück bin ich runtergefallen. So, das war die vierte. Dann wieder hier raus. Und eine Etage höher. Dann schauen wir. Fangen wir wieder ganz herüber natürlich, dass wir alles sich schön durcharbeiten. Da war einmal nichts. Das war natürlich wieder klar. Da war eine. Ne, da war keine. Ah, bin ich gut. Ich sag's euch. Da war eine, genau. Eigentlich kommt die da. Da müsste die doch mit dem Weitsprung umkommen. Oder Obi. Gut, Weitsprung da drinnen. Nicht machen. War das erste Mal, dass ich es probiert habe. Und wie man sieht, bringt nichts. So, dann nochmal eine. Eigentlich, wenn man sich das recht überlegt, ist die Musik darin echt nervig. So, wieder zurück. Laufen wir außen um mich. Und da darf jetzt dann die Särge gewesen. Doch, sicher sind sie da. Sehr gewusst. So. Aufstehen, nicht umfallen. Bäh. Das ist nämlich das Problem, wenn die den erwischen, dann kriegst du da wieder Schaden. Für nix und wieder nix. 6. 7. Da war, glaube ich, keiner drunter. Nein. Jetzt fällt uns dann nur mehr einer. Und der ist in der letzten Türe. Das blaue Backel, was wir da jetzt rechts unten im Bildschirm gesehen haben, das brauchen wir mal. Und zwar, dass wir den letzten. Boah, jetzt war ich schon wieder fast in das Ding reingefallen. Dass wir in die letzte. Diesen letzten Stern machen können, weil da müssen wir durch ein Gemälde durchhüpfen, das wir ohne dieses Päckchen nicht schaffen. Also ohne den blauen Kastel. Aber. Das kriegen wir erst zu einer späteren Zeit. Da, und da ist der Stern, der natürlich durchsichtig ist, weil ich ihn schon gehabt habe. Aber ich will euch, wie gesagt, alles zeigen. Oder beinahe alles zeigen. Weiß ich nicht. So. 8 roten Münzen erledigt. Speichern und weiter. Und dann rauf da. Und wieder rein. Das heißt, diesmal machen wir das mit dem Dach nur mal. Da klettere auf Big Boos Balkon.
Dann machen wir das. Wo sitzt denn? Am Anfang nicht allzu schwierig ist. Einfach rein ins Geisterschloss. Hoch die Treppen! Obwohl, wie man sieht, es kann auch schwierig sein, auf eine Treppe zu klettern. Dann müssen wir da den Wandsprung machen, wann man schaffen würde. Gö. Text. Dann sind wir im Dachboden. Und auf dem Balkon. Da ist jetzt das Gespenst, das auf mich wartet. Das war der erste Streich. Das war der zweite Streich. So, komm her. Und der dritte. Und der Stern liegt ganz am Dach rum, was ich sehr spannend finde, weil da oben das ist echt zach. Mit einem Weitsprung ist das aber das erste Stickel relativ gut lösbar. Ich hoffe. Boah, aufs erste Mal. Also, das ist natürlich ein neuer Rekord. Also, in der letzten Aufnahme gestehe ich, habe ich 3 Anläufe gebraucht. Da bin ich jetzt mal abgerutscht. Aber, naja, man bessert sich. Und wie gesagt, den 6. Stern müssen wir dann nachholen, wenn wir die Kappe haben, mit der wir unsichtbar werden. Nicht einmal eine Münze haben wir gesammelt. Okay. Weil ohne diese Kappe kommen wir nicht durch das Gemälde durch. So, wo ist die Tür? Da ist die Tür. Und jetzt machen wir uns endlich auf den Weg in den Keller. Den wir natürlich auch schon aufgesperrt haben. Das heißt, das fehlt euch jetzt. Die Animation vom Tür aufsperren, aber gibt Schlimmeres. Dann Hasen haben wir zum Glück letztes Mal nicht gefangen, weil den habe ich versucht zu erwischen, was nicht ganz so einfach ist, weil das Ding ist echt schnell. Aber naja, dann gehen wir einfach gleich wieder ins erste Gemälde und machen da die 2 Sterne, die wir gemacht haben, nochmal. Werfe Big Bully in die Lava. Gut so. Dann suchen wir uns den Big Bully und schmeißen den einfach in die Lava rein. Die Dinger sind nämlich echt ungut. Ich sag's euch ganz ehrlich, die sind, mit denen ist nicht gut Kirschen essen. So, und rüber da. Buh. Der. So. Und so. Und so. Boah, das war cool, wenn sie das auskann. Jo! Ohne warten und ohne Hintern verbrennen. Haben wir das geschafft. Ne, es muss ja Lichtblicke auch geben. Sag's euch ganz ehrlich. So, da werden wir jetzt auf. Jo, ist ja klar. Haben wir gleich wieder oben. Buh. Der Ding ist nämlich. Das sind nämlich echt ungut, die Typen. Aber wir werden dann jetzt schon langsam aber sicher Richtung Abgrund treiben. Nee. Oder er treibt mich Richtung Abgrund. Das ist dann immer so. Schnell, Mario, nicht! Was machst du? Ja, da. Nee, es ist echt nicht unbedingt einfach, die Dinger. Man könnte ja versuchen. Nee. Man sollte sie ja rein eigentlich. Eigentlich Richtung Abgrund bewegen lassen da. Schauen wir mal, wann er kommt. Da kommt er. Und dann mit einem gekonnten Schlag, ja genau so, in die Lava werfen. Die Brücke da oben finde ich dann einmal sehr spannend, weil die stürzt ein. Genau so. Aber, wow, Hölle, das war jetzt knapp. Das hasse ich. Ich hasse es, wenn die Brücke, weil dann stupst man sie irgendwo bei der Mauer an und fällt in die Lava und verbrennt sich den Arsch und, ja, wie gesagt, 2 Kästchen noch und ich wäre tot gewesen. Aber wir haben es gepackt. Sehr schön. Das heißt, jetzt machen wir, werfe die Bullis in die Lava. Das sind jetzt die 3 und dann wieder ein großer. Ja, toll.
Ich mag die Dinger so viel, ich kann es euch gar nicht sagen. Aber dann haben wir's. Das heißt, einmal nur die Bullis werfen und dann ist es mit den Bullis gegessen. So. Und rüber da. Ein bisschen schneller, dann brauchen wir nicht extra wieder stehen bleiben und hoffen, dass wir uns nicht an der Lava verbrennen. So. Und so. Und so. Oh oh. Naja. Das geht sich dann halt gerade halt nicht aus. Na super, haben wir jetzt alle drei auf der Backe. Das ist natürlich dann wieder das Beste überhaupt, wenn da das passiert. Man kann hoffen, dass da jetzt nicht da einer kommt. Jawohl. Ja. Wirst du. Zack. Sechs, das war der erste. Wir schauen nämlich, dass ich mir die Schee noch drei hole. Da kommt der zweite. Den lassen wir. Sechs, das war Nummer zwei. Die kleinen sind ja eh nicht so schwer. Da kommt Nummer drei. Sechs. Und jetzt kommt der große wieder. Ah, toll. Okay. Das soll auch einfach gehen, so wie es ausschaut. Gut so. Naja, dann können wir jetzt sogar in dieser Aufnahme, wenn wir jetzt so viel schneller waren wie vorher. Vorher habe ich genau bis hierhin 15 Minuten gebraucht. Oder 16 Minuten eigentlich sogar. Nur weil wir so schnell waren. Und ich weiß, dass das nächste Level, also der nächste Stern, relativ einfach ist in diesem Level. Machen wir den gleich noch mit? Das geht sich sicher aus von der Zeit her. Finde die 8 roten Münzen. Das ist eine Herausforderung. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Das heißt, wir müssen wieder da rüber. Wie immer. Und dann in dem Fall in die andere Seite. So. So. Und hier. Ja. Und da seht ihr jetzt die Plattform, wo sie im Prinzip nur die Kasten, oder nur unter Anführungsstriche die Kasten verschirmen. Und da sind alle 8 roten Münzen drauf. Und trotzdem war ich, hätte ich es fast geschafft, dass ich in die Lava fall. So, 8 Münzen. Check. Ich glaube, das ist so ziemlich der schnellste Stern in dem ganzen Spiel. Erledigt. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, jetzt werden wir uns aber dann schnell, wenn es geht, um den Hasen kümmern. Ich muss dann echt nochmal schauen, vielleicht gibt es da sogar einen Trick, dass man den schneller findet. Oder schneller fängt. Speichern weiter. So, wo ist er? Hasi? Falsche Richtung, der biegt immer falsch schon. Oder ich biege immer falsch schon. Komm her! Ah, nicht ins Bild, also das ist nämlich auch ein Bild, das ist gar kein Mauer, das täuscht immer ein bisschen. Okay, du sollst halt, du sollst springen, du Mario, du. Schau mal, es gibt ja nicht, dass man den Hasen, dass ich den nicht erwische. Da müsste jetzt irgendwo hinten in der Ecke stehen. Da. Hölle. Wo ist er? Zigeunerhase. Na? Nee. Nochmal. Dass ich da immer zu langsam bin. Ja, ich hab das Spiel schon mal besser gespielt. Das stimmt allerdings. Aber jeden tun wir uns. Zapf! Geh! Nochmal. Hoppen! In die Hände gesprungen. Jawohl, ja! Check das. Und da haben wir einen geheimen Stern des Schlosses. Tada! Ja, will ich. So, 35 Sterne, das war's für diese Aufnahme. Hat mich gefreut, dass ihr mir zugesehen habt. Ich wünsche euch was. Tschüss mit dir und ciao mit euch!